Hallo, hier ist die Christine hier von abgestempelt.net. Ich begrüße dich zu einem neuen Bastelvideo. Diese Woche, beziehungsweise dieses Video wird spätsommerlich, ein bisschen herbstlich. Wir basteln mit dem Produktpaket Farben und Strukturen. Das ist dieses Stempelset mit zwei Handstanzen. So sehen die beiden aus. Ich blende euch das auch nochmal als Grafik schön ein. Und da basteln wir heute wieder mal vier Karten. Die Materialpakete zum Nachbasteln bekommt ihr von mir wieder, wenn ihr eine Bestellung bei mir aufgibt, in Höhe von mindestens 40 Euro. Alles dazu in der Infobox und ich würde sagen, wir legen einfach gleich wieder los mit der Sache hier. Karte Nummer 1. So sieht das Ganze aus, wenn es hier rauskommt. Auch hier nochmal der Hinweis, meine Teammitglieder bekommen solche Materialpakete dann umsonst. Einfach nochmal überlegen, ob man sich hier diesem kreativen Bastelspaß ein bisschen mehr widmen möchte und dann nebenbei auch noch 20% auf den Nettowarenwert sparen möchte. Wir fangen an mit einer Grundkarte in Blütenrosa. Alle Maße schreibe ich euch wieder unten rein. Ganz normales DIN A5 Standard Kartenformat. Dann habe ich ein kleineres oder kleinere Rechtecke mir ausgeschnitten. Auf dieses hier möchte ich mir mein Motiv draufstempeln, und zwar mit Calypso Tinte. Nehme ich mir mein Stempelkissen hier raus. Dann nehme ich mir die lange Blume, ein Stück Schmierpapier, weil das sonst natürlich länger ist, wie das, was ich stempeln möchte. Ich montiere mir den Stempel jetzt auch nur so, auch dass das obere Teil hier auf meinem Klotz drauf ist. Dann haben wir hier einmal die Blume. Den Gruß können wir auch gleich. Da habe ich mir jetzt noch zwei solche Teilchen hier mit den Handstanzen ausgestanzt. Eins in Blütenrosa, eins in Calypso. Das hinterlegen wir. Da brauchen wir jetzt nur ein Mittelteil, wo der Gruß drauf soll. Das ist hier dieses Glückwunsch. Stempeln wir da mittig rein. Und dann kann man das einfach mit der Schere bündig abschneiden. Und das machen wir bei dem Calypso-farbenen Teil genauso. Einfach oben und unten den Zacken wegschneiden. Und das hier halbieren wir jetzt nochmal genau in der Hälfte mit der Schere. Dann können wir hier nämlich so ein bisschen bescheißen. Wir nehmen uns Kleber, Flüssigkleber. Einmal oben entlang. Eine kleine Linie und unten entlang eine kleine Linie. Und jetzt können wir das Ganze hier so aussehen lassen, als wäre das Hintergrundstück breiter. So. Und dann können wir die zwei Teile hier aufeinander kleben. Beim Gestalten der Karten habe ich mich eigentlich hauptsächlich wieder am Designpapier orientiert. Das blende ich euch ein. Ich habe nur einen Streifen rausgeschnitten. Wir nehmen hier mal noch den Wink of Stella und machen hier so ein bisschen Glitzer auf unsere Blüten. Dann haben wir jetzt hier unsere Grundkarte. Dann habe ich des Weiteren ein Stück Aufleger hier in Lagunenblau. Den habe ich schon geprägt mit der 3D-Prägeform Vintage-Druckschrift und klebe mir das auf einen etwas größeren Aufleger in Vanille.
Was mich auch mal interessieren würde, hier so nebenbei ist, was ist euch eigentlich lieber? Ich sage, ich komme ja jetzt nur immer nebenher noch so hier zum Video drehen. Je nachdem, wie die Kleine schläft, gehe ich dann hier runter und mache so ein Video hier in Etappen. Auch da bin ich natürlich für Tipps und Tricks von euch Müttern jederzeit dankbar. Was ist euch lieber? Ein Video, in dem wir alle 4 Karten basteln oder mal auch 5? Oder wollt ihr doch lieber für jede Karte ein einzelnes Video? Das würde mich mal noch so nebenher interessieren. Schreibt es mal bitte in die Kommentare. Das ist jetzt hier der Streifen Designerpapier, von dem ich vorhin gesprochen habe. Der kommt jetzt hier in den Hintergrund. Auf die rechte Seite. Und dann kommt die Blume drüber. So. Dann haben wir ja jetzt hier unseren Spruch. Dann habe ich da noch so ein bisschen goldene Kordel raus. Die klebe ich mir jetzt auf die Rückseite mit etwas Klebeschnecke. Das wird uns nicht reichen. Einfach wieder nochmal umdrehen. 2 kleine Dimensionals, jeweils am Anfang und am Ende nochmal drüber kleben. Dann fixieren wir das Ganze hier nochmal. Und es kann definitiv nicht mehr weg. Und dann kleben wir das hier drüber. Dann habe ich noch die mattmetallenen Schmetterlinge. Da habe ich mir 3 rausgeholt. 2 kleine, 1 großen. Die verzieren wir jetzt. Oder mit denen verzieren wir hier jetzt noch unsere Karte. Dementsprechend einer darf hier rauffliegen. Und der große, ich habe meinen Aufhebhelfer schon wieder irgendwo verschludert. Den kann man hier unten lang flattern lassen. Und dann ist die erste Karte fertig. In der Kamera seht ihr das jetzt wahrscheinlich wieder nicht, wie es glitzert von The Wink of Stella. Das ist ja doch eins meiner Lieblingswerkzeuge. In Anführungszeichen ist günstig, macht immer wieder was her. Hebt ewig und 5 Tage. Karte Nummer 1. Und wir machen gleich weiter mit der zweiten Karte. Die wird diesmal etwas blauer. Raus mit euch. Eine Grundkarte. Aquamarin. Dann fangen wir erstmal mit den Spruchteilen an. Hier Lagunenblau und nochmal Aquamarin mit der Handstanze ausgestanzt. Und da schneiden wir uns jetzt auch wieder mit der Schere hier die äußeren Zacken weg. Dann ist es quasi ein normales Viereck. Auf dieses Viereck stempeln wir jetzt unseren Spruch drauf. Liebe Wünsche. Lagunenblau. Und dann können wir das ja jetzt aufeinander kleben. Ist mein Kleber hier. Also ihr seht, man darf hier ruhig etwas bescheißen bei den Stanzen, mal ein bisschen weiter denken als nur das, was es ist. Und dann sieht es unser Spruch so aus, statt 2 solcher Sterne.
Dann habe ich ein Stück Vanille, nee, Grundweiß, Entschuldigung, zum Draufstempeln. Wieder von den Blumen. Und zwar habe ich einmal Waldmoos, Calypso und hatten wir ja eben schon Lagunenblau. Und da stempeln wir jetzt nochmal unser Blümchen. Brauchen wir jetzt aber diesmal den großen Stempelblock. Und jetzt geht es hier folgendermaßen. Wir nehmen zuerst mal Calypso und stitchen hier jetzt unsere Blumenköpfe in die Farbe. Darauf achten, dass ihr wirklich hier nur die Seiten von der Blume da ins Rote reinmacht und dann ins waldmoserne Stempelkissen. Das gleiche mit Grün. Leg mal doch lieber ein Schmierpapier unter. Schub, eher ein bisschen weiter auf die obere Seite. Und dann haben wir noch eine kürzere Blüte im Stempelset. Und die stempeln wir uns genauso die Stiele wieder in Oliv, in na, Waldmoos. Und die Köpfe in Lagunenblau. Und einfach hier so an dieses Blatt dran. Ja, da habe ich jetzt mal etwas zu fest aufgedrückt. Seht ihr, dass mir das auch noch passiert? Ist ein bisschen verlaufen. Aber ist halt so. Dann können wir das jetzt auf mein kalypsofarbeneres Randstückchen hier, Hintergrundstückchen, draufkleben. Dann habe ich wieder ein Stück Aquamarin kleiner gemacht, auch wieder mit der 3D-Prägeform geprägt. Das gibt unseren Kartenhintergrund an sich. Dann nehmen wir unseren Wink of Stella nochmal. Machen wir hier mal noch ein bisschen das Rückenteil von unserem Gruß glitzerig. Derweilen. Dann habe ich ein Stück wieder Designerpapier aus dem Block hier rausgeschnitten und ein Stück aquamarines Band. Das fixiere ich mir wieder mit Mini-Klebepunkten an dem Hinterteil vom Papier. Und deswegen habe ich auch gesagt, wir basteln heute spätsommerlich herbstlich, weil da eben diese bunten Eichenblätter mit drauf sind. Und jetzt kann man das Ganze nochmal, nehmen wir nochmal ein Mini-Klebepunkt mit der Schere, damit wir das Band hier nochmal befestigen können, dass es nicht so weg weht, auch wenn wir uns da gleich nochmal den Spruch drüber kleben. So, dann darf das hier jetzt in den Hintergrund unserer Karte. Dann kommt unsere Blume drüber, die kleben wir mit Dimensionals ein bisschen hoch. Also auf die rechte Seite. Und dann hier. Da nehme ich jetzt kleine Dimensionals. Da achtet da jetzt drauf, dass ihr nur oben und unten und hier auf der linken Seite einen kleinen Dimensional hinmacht, weil das Teil hier ist ja schon erhöht.
Das heißt, wir brauchen da keine kein Ding mehr machen, dass es höher ist. Dann kommt hier unser Spruch drüber. Habe ich uns noch mal 3 so Schmetterlinge rausgeholt. Ich finde, das Goldene passt einfach wunderbar zu den Karten dazu. So. Und dann ist das unsere zweite Karte. Und wir machen gleich wieder weiter. Haben wir heute mal wieder eine Effektkarte. Aber eine leichte. Ihr kennt mich, ich bin nicht zu haben für dieses komplizierte Schnickschnack. Ich mag das wohl, wenn die was hermachen, aber ich möchte mich da nicht eine halbe Stunde mit so einer Karte beschäftigen. Mal schreibe ich euch rein. Ich habe mir es vorgeschnitten und vorgefalzt, wie immer. Falz mir mit dem Papierfalter das Ganze hier nochmal nach. Es gibt hier so eine Scheunentorklappe. Oder Scheunentorkarte oder Gatefoldkarte oder wie auch immer ihr das bezeichnen möchtet. Und dann habe ich hier für die Innenseite gleich noch ein Stück Vanillepur rausgeschnitten, dass man dann drauf schreiben kann. Weil auf Rot ist ja doch etwas schwer. Oder wer mag, kann das hier natürlich dann auch noch bestempeln. So. Dann habe ich hier noch ein Stück Vanillepur. Da stempeln wir uns jetzt den Gruß und zum Geburtstag in Calypso. Hier so auf die rechte Seite. Fail. Nochmal. Habe ich es jetzt auch richtig? Jawohl. Also heute ist Anfängertag bei Frau Höher. Und dann nehmen wir uns die Blüte, die da drin ist, und machen jetzt die Kiss-and-Roll-Technik, heißt das. Ich habe hier jetzt noch Tinte in Currygelb. Und dann geht das jetzt folgendermaßen. Wir benutzen unser currygelbes Stempelkissen. Ich brauche jetzt erstmal nochmal mein Schmierpapier, um das dann hinter das da zu legen. Wir stempeln ganz normal die Blüte hier komplett mit Currygelb und dann rollen wir jetzt hier quasi so außenrum mit dem Calypso-farbenen. Dann können wir das hier drauf stempeln. Und das Ganze machen wir nochmal. Erst nochmal säubern. Ins Currygelbe rein. Ins Calypso-farbene rollen. Und stempeln. Und einmal noch ein bisschen hier unten noch. Solange ihr da immer vom Hellen ins Dunkle geht, macht das nichts. Nur wenn ihr jetzt natürlich vom Roten ins Gelbe geht, wäre das suboptimal. Das geht nicht mehr raus. Ich habe es letztens erst gesehen bei Jackie Bullholz. Die hat sich vertan. Ich habe den Vogel leider schon in Memento gestempelt gehabt und ist dann aus Versehen ins gelbe Stempelkissen rein. Und dann hast du jetzt halt für immer diesen Vogel auf dem Stempelkissen. So. Wir machen weiter. Ich habe jetzt hier noch 3 Paneele in Blütenrosa. Dann 2-mal Designerpapier, eben mit diesem ähnlichen Motiv wie das, was wir jetzt eben gestempelt haben. Ich zeige das mal noch mal kurz in die Kamera. Und die 3 Teile kleben wir jetzt aufeinander. So, und jetzt kleben wir das Ganze auf. Und zwar müssen wir darauf achten, dass wir jetzt nur quasi auf einer Seite
natürlich Kleber machen, also auf einer Hälfte. Und ich mache jetzt hier das mit Flüssigkleber, deswegen fangen wir da ganz sachte damit an und legen das erstmal nur so drauf. Ihr könnt auch die Klebeschnecke natürlich nehmen, wenn euch das lieber ist. Und das machen wir jetzt genau auf der anderen Seite, das heißt auf die Rückseite hier. Sahnekleber. Lass mal kurz antrocknen das Ganze. Nehmen so lang hier wieder unsere Schmetterlinge lassen, die hier rumfliegen. Mit dem Aufhebhelfer ging das Ganze jetzt schon schöner. Könnten ja auch einfach suchen, aber wie man dann halt so ist, macht man es doch nicht. Nimmt man halt die Schere. Okay? So, haben wir noch die drei Schmetterlinge drauf und jetzt ist das Ganze eigentlich schon fest und jetzt klappt es halt ebenso auf. Schupp, schupp. Mein Funfold ist halt was anderes. Trotzdem mal. Ich hoffe, es gefällt. Das war die dritte Karte. Jetzt machen wir noch die vierte. Die wird wieder etwas blauer. Schüttel, schüttel, alles draußen, jo. Eine Grundkarte in Grundweiß, extra stark, bitte, wenn ihr damit Grundkarten macht. Alles andere wird zu instabil. Dann habe ich wieder zwei so Kreuze mit der Handstanze ausgeschnitten. Hier seht schon, nicht ganz. Einmal in Grundweiß, einmal in Lagunenblau. Das nehme ich hier wieder zum Stempeln. In Lagunenblau. Einfach wieder so mittig drüber. Das war nichts. Ich sitze hier einfach zu weit weg. Es ist nichts. So vielleicht. Jo, kann man lassen. Und dann nehmen wir uns jetzt wieder die Schere, schneiden hier den ganzen Rest da weg, dass wir wieder nur so ein Banner da haben. Beim Lagunenblauen und beim Weißen. Das ist zwar wieder schief, aber es ist wenigstens. So wie vorhin, in der Hälfte wieder auseinanderschneiden. Dann können wir das hier umdrehen. Und einfach etwas auseinanderziehen. Der Menschen ist kleine wieder auf die rechte und linke Seite gleich. Dann sind sie schon mal drauf. Dann habe ich wieder noch ein Stück Grundweiß, auf das möchte ich stempeln. Die Blume wieder, diesmal in Lagunenblau. Ich sage, das wird eine blaue Karte. Da reicht es uns auch wieder, wenn wir nur den Großteil der Blüte hier auf dem Stempelklotz haben. Drauf. So, dann. Dann beglitzern wir uns das hier wieder, das Oberteil, mit Wink of Stella. Hier übrigens muss man drauf drücken, da steht auch Push, wenn mal der Glitzer nicht mehr ausreicht. Könnt ihr das jetzt hier sehen? Das läuft dann hier runter. Und dann kann man das da quasi wieder nachfüllen. Und dann glitzert es auch wieder. So. Das Teil hat jetzt hier wieder einen lagunenblauen Hintergrund. So, dann habe ich mit den 3D-Prägeformen Basics dieses Seestern-Motiv geprägt. Das kommt hier noch drauf als Aufleger.
Und dann habe ich hier aus dem Designerpapier ein Rechteck rausgeschnitten mit dem Blumenhintergrund. Das kommt jetzt auch noch in den Hintergrund. Dann kommt jetzt unser Blümchen. Kleben wir wieder mit Dimensionals ein bisschen höher. Aber davor müssen wir noch ein Band hier drum machen, dachte ich mir. Mal wieder eine kleine Schleife. Oder einen Knoten, je nachdem, was ihr machen möchtet. Ich mache jetzt mal wieder einen Knoten zur Abwechslung. Ich setze mir hier die Enden mit meiner Schere. Also, dann kann jetzt meine Blüte hier drauf und das Ganze auf meine Karte. Und dann brauchen wir ja noch den Spruch. Der muss ja hier auch noch drauf. Passt für dich. Schwupp, jupp. Und dann haben wir wieder Schmetterlinge. Diesmal zwei große und einen kleinen. Lass uns den einen großen hier rauf fliegen. Und den hier fliegen und dann den kleinen. Also das ist auch, wie gesagt, immer bei den Materialpaketen mit dabei, gell? Auch die Verzierungen, also Band auch und alles. Und dann ist das unsere schöne blaue Blau. Lagune Blau ist eher so dunkel. Ja, grün ist es auch nicht, so blau-grün. Ich mag die Farbe total gern. Vierte Karte. Ich hole mal nochmal alle ins Bild. Reicht wieder mal gar nicht richtig rein. Naja, legen wir es halt ein bisschen aufeinander. Das waren die vier Projekte, mit denen ich euch dieses Mal bespaßt habe. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht oder macht euch Spaß, die vier Karten nachzumachen. Lasst mir gerne Daumen hoch da. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, Pfiati. Deine Christine.